Matthias Ginter hat beim 4:1-Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96 am Sonntagabend eine Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers erlitten. Das teilte die Borussia am Montagvormittag mit. Der Nationalspieler war nach 37 Minuten mit Noah Joel Sarenza-Bazé zusammengestoßen und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Wie lange Ginter ausfallen wird, ließ Gladbach offen. Der Abwehrchef hatte bis zu seiner Auswechslung gegen Hannover in dieser Saison keine Minute verpasst und war maßgeblich am Aufschwung der Borussia beteiligt.